Der SC Preußen Münster zieht Woche für Woche tausende MünsteranerInnen zu seinen Heimspielen ins Preußenstadion oder auch zu Auswärtsspielen quer durch Deutschland. Der Fußball-Drittligist ist für alle Altersgruppen interessant. Für die jugendlichen Fans gilt der Fanport als zuverlässiger Ansprechpartner und Organisator für viele spannende Angebote, die teilweise direkt mit dem SCP zusammenhängen. So veranstaltet der Fanport zum Beispiel betreute Fahrten zu Auswärtsspielen, einen offenen Fantreff jeden Mittwochabend in den Räumlichkeiten am Stadion, Ausflüge zu historisch bedeutsamen Orten und vieles mehr. Edo Schmidt ist der Leiter des Fanport Münster. Als Soziologe und Fußballfan liegt ihm das Projekt sehr am Herzen. Der Fanport ist das sozialpädagogische Fanprojekt in Münster. Wir leisten Jugendhilfe nach dem Jugendhilfegesetz. Gleichzeitig entnehmen wir unsere Aufträge aus dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit. Das heißt, wir arbeiten gegen Extremismus, für Demokratie, für demokratische Einstellungen mit Jugendlichen im Fußball. Ja, unsere Einrichtung, den Fanport, den gibt es so als Anlaufstelle seit 2011 jetzt hier in Münster. Wir sind direkt am Stadion und können an Heimspieltagen und auch sonst unter der Woche aufgesucht werden. Der Fanport hat neben zahlreichen Angeboten für Jugendliche auch etwas für junge Erwachsene zu bieten. Besonders Angebote wie das Treffen an Heimspieltagen oder die Auswärtsfahrten sind sehr beliebt. Wir haben eigentlich zwei Bereiche. Also das eine ist ein U18-Bereich, 12- bis 17-Jährige. Für die bieten wir verschiedene freizeitpädagogische oder sportpädagogische Maßnahmen an. Und mit den Älteren, also den jungen Erwachsenen, so 18 bis 25, sage ich jetzt mal, die treffen wir hauptsächlich an Spieltagen und die nutzen dann auch schon mal unsere Anlaufstelle so selbst organisiert. Eins der Hauptangebote, der Lernort-Preußen-Stadion, bietet Jugendgruppen und Schulklassen die Möglichkeit, sich mit sensiblen Themen wie zum Beispiel Diskriminierung auseinanderzusetzen. Also wir haben ein Projekt Lernort-Preußen-Stadion. Unser Kollege Jan Becker macht das zusammen mit der Kollegin Clara Kirchhoff. Die machen Workshops für Schulen, aber nicht nur für Schulen, sondern auch für andere Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen, auch für Nachmittagsbereiche irgendwie. Das ist außerschulische Bildung. Also schwerpunktmäßig gibt es da drei Themen. Das eine Thema ist Antidiskriminierung, also vor allen Dingen Aufklärung über Rassismus als Diskriminierungsform, aber auch andere Diskriminierungsformen und wie man sich sozusagen dagegen wehren kann als Jugendlicher oder als jugendliche Gruppe. Das zweite Thema ist Integration, Wertevermittlung, demokratische Werte. Wie können wir zusammen leben sozusagen, ne? Und wie schaffen wir es? Wir schaffen das. Und das dritte ist Hate Speech, ne? Über den Gebrauch der sozialen Medien. Und wie kriege ich dann zum Beispiel raus, was jetzt faktenbasiert ist und was sozusagen Fake News sind und sowas. Das sind alles so Inhalte, die in unseren Workshops im Projekt Preußenstadion angeboten werden. Als Integrationsprogramm Aktiv Ankommen in Münster bietet der Fanport an, wöchentlich mit Jugendlichen zu kicken oder auch gemeinsame Aktionen zu unternehmen. Unser Angebot Aktiv Ankommen in Münster, das leitet mein Kollege Stefan Wäuschner zusammen mit Robin Siller. Das ist ein Integrations- und Sportprojekt. Also die Philosophie ist, Fußball insbesondere, aber auch generell Sport als Sprache zu verstehen, die integrativ wirkt oder wirken kann. Und wir machen also zweimal in der Woche ein Kickangebot in der Soccerhalle. Und das wird sehr gut besucht. Jugendliche im Alter von 13 bis 18 nehmen daran teil. Das sind manchmal bis zu 15 oder 18 Jugendliche, die dann da sind. Da ist ordentlich was los, das kann man sich vorstellen. Und ein schöner Erfolg ist dann, wenn hinterher zum Beispiel Jugendliche an Sportvereine weitervermittelt werden können, so hier im Breitensport, und die dann sozusagen Anschluss finden. Der Fanport ist durch seine Angebote eine wichtige Instanz zur sozialen Entwicklung in der Fanszene und trägt viel zur Bildung von fußballbegeisterten Jugendlichen bei.